Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einer weiteren Ausgabe des Reisemagazins mit Michael in Montenegro. Heute klären wir die Frage, wie kommt man denn nach Montenegro? Was sind die schönsten Anreisewege? Was geht am stressfreisten mit dem Auto, mit dem Flugzeug? Gibt es eine Fähre oder vielleicht sogar mit der Eisenbahn? All das werden wir heute hier in diesem Video klären. Mit Michael in Montenegro. Das Reisemagazin für Montenegro-Freunde. Wir werden immer wieder gefragt, was ist denn der beste Anreiseweg nach Montenegro? Soll ich mit meinem eigenen Auto kommen oder lieber mit dem Flugzeug und mir einen Mietwagen vor Ort nehmen? Gibt es eine Möglichkeit, mit der Eisenbahn anzureisen? Was ist mit der Strecke über Italien und der Fähre nach Bar? All das sind Fragen, die immer wieder bei uns auftauchen und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir mit diesem Video einfach mal ganz kurz die verschiedenen Anreisemöglichkeiten aufzeigen, sodass ihr genau wisst, was ist denn jetzt für mich der beste Weg, um nach Montenegro zu kommen. Wir fangen einfach mal an mit den Flugverbindungen. Die Flugverbindungen sind in diesem Jahr so gut wie noch nie zuvor. Es gibt zahlreiche Flüge von verschiedenen deutschen Flughäfen. Als da wären zum Beispiel die Montenegro Airlines, die in der Saison fast jeden Tag außer Samstag und Dienstag von Frankfurt direkt in die Hauptstadt nach Podgorica fliegt. Der Flug dauert circa 2 Stunden und ist ein Non-Stop-Flug, also eine sehr, sehr bequeme und einfache Art, nach Montenegro zu kommen. Gleiches gilt für den Flug von Düsseldorf nach Podgorica, der in der Saison jeden Dienstag und jeden Samstag stattfindet. Neu dazugekommen ist die Strecke von Leipzig nach Tivat, genauso wie von München nach Tivat, jeweils in der Saison. Das heißt also ab Mai bis Oktober in circa 2 Stunden aus Deutschland nach Montenegro mit dem Flugzeug. Eine ganz, ganz bequeme Sache. Ja, und dann sind natürlich noch da die sogenannten Low-Cost-Carrier, als da wären die Wizz Air zum Beispiel, die von Memmingen oder München-West nennt sich ja dieser Flughafen, jeden Donnerstag und jeden Sonntag nach Podgorica fliegt. Genauso wie Ryanair ebenfalls donnerstags und sonntags von Berlin-Schönefeld nach Podgorica und natürlich auch von Düsseldorf gibt es eine ganz gute Verbindung mit der Eurowings und die fliegt jeden Sonntag direkt nach Tivat. Den entsprechenden Mietwagen gibt es dann natürlich bei uns, aber dazu werden wir noch ein separates Video machen. Alternativ zu den Anreisemöglichkeiten mit dem Flugzeug wäre auch noch die Eisenbahn zu nennen. Also wer es gerne ein bisschen gemütlicher hat, mit der Eisenbahn von Frankfurt nach Wien, von Wien nach Belgrad und dann über die spektakuläre Gebirgsbahn von Belgrad nach Bar, kann man durchaus machen. Aber da muss man natürlich ein bisschen Zeit mitbringen. Das dauert alles ein bisschen, aber ist sicherlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Gleiches gilt auch für die Fähre über Italien. Man fährt mit dem Auto bis nach Bari, also in den Süden von Italien und setzt dann über nach Bar. Die Fähre fährt nachts, man kann auf dem Schiff schlafen und kommt dann morgens quasi frisch erholt zum ersten Urlaubstag in Montenegro an. Kommen wir zur Kfz-Anreise. Eigentlich eine ganz angenehme Art, nach Montenegro zu kommen. Allerdings muss da auch ein bisschen der Weg das Ziel sein. Man sollte genug Zeit einplanen, um einmal, vielleicht sogar zweimal zu übernachten. Dann geht das Ganze ganz stressfrei. Es gibt 3 verschiedene Routen, die ich ganz kurz mal vorstellen möchte. Die eine Route nennt sich, oder ich habe sie genannt, die Adria-Route, weil sie einen großen Teil an der Adria entlang geht. Das heißt, wir fahren von Frankfurt nach Graz, dann geht es weiter über Maribor und Zagreb nach Split, weiter nach Dubrovnik. Hinter Dubrovnik kommt die Grenze und dann sind wir schon in Bar in Montenegro. Zum Übernachten wäre hier ein Tipp von meiner Seite Graz. Wenn man also zweimal übernachten möchte, wäre eine Übernachtung in Graz ganz gut. Da kann ich 2 Hotels empfehlen. Einmal das Rooms Graz, das ist ein 4-Sterne-Haus. Low Budget, aber ist ganz ordentlich. Also für eine Nacht absolut okay. Wer es gerne ein bisschen luxuriöser haben möchte, dem empfehle ich das Amedia Luxury Suites. Ist auf der Straße eigentlich nur gegenüber. Schöne tolle Zimmer, wo man sich wirklich gut erholen kann und dann für die 2. Etappe am nächsten Tag auch fit ist. Eine 2. Übernachtung wäre dann zum Beispiel in Split möglich, in dem Hotel Le Méridien mit wunderschönem Meerblick auf die Adria und da kann man richtig gut auftanken und ist dann fit für die 3. bzw. für die 3. Etappe, die dann bis nach Montenegro führt.
Schauen wir uns mal die Daten an dieser Route. Es sind insgesamt 1700 Kilometer. Kommen wir zu den Kosten. Wir haben zum einen in Österreich natürlich die Maut zu zahlen. Das ist zum einen die Vignette mit 9 Euro. Dann gibt es noch mal eine zusätzliche Maut auf der Pyrn-Autobahn mit 9 Euro und 5,50 Euro. Macht also zusammen 23,50 Euro in Österreich. Hinzu kommen 15 Euro für die Vignette in Slowenien und 39 Euro Autobahngebühr in Kroatien. Dann haben wir noch mal die Fähre in der Bucht von Kotor mit 4,50 Euro. Das heißt, insgesamt Kosten, wenn man jetzt Fähre und Maut zusammennimmt, von 82 Euro für die Adria-Route. Die zweite Alternative ist die Tito-Route mit 1800 Kilometer, circa 100 Kilometer länger wie die Adria-Route. Aber dafür gibt es dort auch einiges mehr zu sehen. Wir starten wieder in Frankfurt. Von dort aus geht es nach Passau, Graz, Maribor, Zagreb und dann fahren wir weiter nach Belgrad. Von Belgrad aus geht es dann durch die Berge Serbiens und Montenegros nach Podgorica und dann anschließend nach Bar. Übernachtungsmöglichkeiten hier auch wieder, wenn man zweimal übernachten möchte. Die erste Übernachtung in Graz und die zweite Übernachtung dann in Belgrad. Hier kann ich empfehlen das Hotel Belgrad Inn, welches sich in Neubelgrad befindet, also ein bisschen aus dem Stadtzentrum entfernt. Aber kein Problem, mit dem Taxi ist man innerhalb von wenigen Minuten im Stadtzentrum. Oder aber wer es ein bisschen luxuriöser und vor allen Dingen auch ein bisschen, sage ich mal, historischer haben möchte, das Hotel Moskau. Mitten im Stadtzentrum ist absolut empfehlenswert und von dort aus kann man die Stadt auch sehr, sehr gut zu Fuß erkunden. Kommen wir zu den Kosten. Wir haben wieder Österreich mit 23,50 Euro für die Vignette und die Pyrn-Autobahngebühr, 15 Euro für Slowenien, die 7-Tage-Vignette, 25 Euro die Autobahngebühr in Kroatien, die Strecke ist etwas kürzer, und 3 Euro Autobahngebühr in Serbien, macht insgesamt für die Tito-Route Kosten in Höhe von 66,50 Euro. Kommen wir zur dritten Route, mein persönlicher Favorit, die Olympia-Route. Warum Olympia-Route? Sie führt durch die olympische Stadt Sarajevo. Wir starten also wieder in Frankfurt über Passau, Graz, Maribor, Zagreb und biegen dann in Brod rechts ab nach Sarajevo und von dort aus geht es dann weiter in Richtung Montenegro nach Podgorica und Bar. Die Strecke ist mit 1600 Kilometer die kürzeste und landschaftlich die absolut sehenswerteste. Allein der Weg von Sarajevo in Richtung Montenegro durch die Berge, Schluchten, Täler, Stauseen ist also wirklich atemberaubend. Es geht langsam, es geht hoch, runter, links, rechts, aber es gibt sehr, sehr viel zu sehen und wem also die Fahrerei nicht stört, sollte also durchaus überlegen, diese Strecke zu wählen. Wie gesagt, sie ist sogar etwas kürzer. Es geht aber nicht schneller, weil es einfach alles Landstraße ist, aber wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Wenn man sich die Kosten anschaut, dann haben wir natürlich wieder Österreich mit 23,50 Euro. Wir haben Slowenien mit 15 Euro. Wir haben die Autobahn in Kroatien mit 19 Euro. Und das war es schon insgesamt. Das heißt insgesamt 57,50 Euro an Straßenbenutzungsgebühr für die ganze Strecke. Und meine Hotelempfehlungen sind hier in Sarajevo, wenn man es ein bisschen klassisch haben möchte, das Holiday Inn, das ehemalige Holiday Inn, heute nur noch Holiday aus der Zeit der Olympischen Spiele. Oder ganz neu und auch strategisch sehr, sehr gut in der Nähe der Altstadt gelegen, das Marriott Hotel. Ja, ich hoffe, ich konnte die Sache ein bisschen aufklären und euch verschiedene Anreisemöglichkeiten aufzeigen, was letztendlich für euch die beste Anreisemöglichkeit oder die stressfreiste Anreisemöglichkeit ist, müsst ihr natürlich irgendwo selbst entscheiden. Jede Art hat ihren Vor- und ihren Nachteil. Ich persönlich fahre die Strecke ganz gern. Man kann dann auch schon mal ein bisschen mehr mitmachen, kann sich was mitnehmen, kann sich was anschauen. Andererseits gesehen, mit dem Flugzeug innerhalb von 2 Stunden hier zu sein und dann einen Mietwagen vor Ort zu haben, ist natürlich auch eine sehr angenehme Sache. Es kommt halt, wie gesagt, auf den eigenen Geschmack drauf an. Wichtig ist zu wissen, wenn ihr mit dem Auto fahrt, unbedingt an die grüne Versicherungskarte denken. Die ist sowohl in Montenegro als auch in Serbien und auch in Bosnien-Herzegowina vorgeschrieben. Wenn ihr die nicht dabei habt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr eine zusätzliche Versicherung kaufen müsst. Und das Geld kann man sich natürlich sparen. Was die
die Anreise an sich angeht, reicht für all diese Länder der Personalausweis. Wenn ihr also keinen Reisepass habt, müsst ihr euch nicht extra jetzt einen machen lassen. Natürlich funktioniert der Reisepass auch. Man bekommt auch ein schönes Stempelchen. Aber vom Prinzip her reicht auch der Personalausweis. Das waren meine Tipps zur Anreise nach Montenegro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, freue ich mich über einen Kommentar. Daumen nach oben, abonniert meinen YouTube-Kanal. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt zum Thema Montenegro, einfach in den Kommentar reinschreiben. Wir werden die Fragen beantworten und, wenn es interessant ist, auch ein kleines Video davon machen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.